Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. Wir spielen die Imperiale Armee und haben letztes Mal Arcadia gesichert. Jetzt müssen wir mal den Zug beenden. Jetzt werden wir wahrscheinlich irgendeine Info kriegen, dass wir in einen anderen Sektor müssen. Admiral, we're receiving reports of a large Chaos Fleet moving on the Cadian system. Was? Get me the Lord High Admiral. Admiral Spire, a timely communique. Our Auspex arrays have detected a Chaos Armada on the edge of the Cadian system. We are aware. With your permission, Admiral, we'll move to engage. Good. You give an old man hope, Admiral Spire. Proceed. Wipe those heretics from the stars. The Emperor protects. So, schließen Sie den Sondereinsatz im Cardio-System des Cardio-Sektors ab. Machen wir doch immer. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Also von irgendwo müssen die ja kommen. Hier haben wir noch Space Marines, ne? Die werden doch hier irgendwo am Rand kommen. Entweder von hier, von da, Sabena. Oder von da. Ich glaube nicht, dass die direkt Cardia angreifen, oder? Können wir hier Verteidigung bauen? Was machen? Sondereinsätze können überall auftauchen. Allerdings verlieren sie dadurch nicht die Kontrolle über ihr System. Warte mal, was? Sondereinsätze können überall, allerdings verlieren sie dadurch nicht die Kontrolle über ihr System. Das heißt, die tauchen irgendwo auf, ich bekämpfe sie, aber die nehmen meine Sektor nicht ein, oder was? Vorbildliches Verhalten. Die Anwesenheit ihres Fraktionsführers ist erforderlich, um Sondereinsätze zu starten. Außerdem ist er nicht in der Lage, sich aus dieser Art Schlacht zurückzuziehen. Ah, warte mal, hier, das ist Sondereinsatz. Warte, warte, warte. Okay, 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 okay. Ich habe verstanden. So, dann hole ich mal die Space Marines zu Hilfe. Werden wir wahrscheinlich eh zu viele Punkte haben, oder? Ihr seid auch alle soweit heile? Und die Punkte, die wir haben, die würde ich doch erstmal nochmal hier irgendwo reinstecken. Damit wir noch vielleicht mehr Geld bekommen. Hier Fabrikwelt, dann würde man wahrscheinlich auch das Einkommen gleich erhöhen. Ich hätte aber diese Info gerne, bitte, wenn ich hier upgrade, finde ich. Oh, was ist denn da? Cantrail, die Produktionsstätte der von Cardias Schocktruppen eingesetzten Lasergewehre, wurde in den ersten Wochen des 13. Kreuzzugs zum Ziel gewaltiger Unruhen. Okay, nachdem die Arbitis-Kräfte vor Ort durch eine Reihe gezielter Bombenangriffe dahingerafft wurden, fiel es Inquisitor Echran zu, die Unterstützung der 312. Oh Gott, gut runischen Schützen einzufordern und mit Hilfe von Blut und Stahl die Ordnung wiederherzustellen. Jawohl, klingt nett. Ich riskiere es mal. Jo, auch da kriegen wir dann 44 Gold pro Runde. Macht 68 mittlerweile, ganz gut. So, 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 so. Dann starten wir mal einen Sondereinsatz. So, 665 haben wir, 1000 können wir. Und ja, wie viel der Feind, die feindliche Armada, das wissen wir nicht. Die Chaos-Streitkräfte haben sich als deutliche Antwort auf Spires Gegenoffensive in Cardia-Sektor zu einer mächtigen Vergeltungsarmada zusammengeschlossen und rücken auf Cardia vor. Admiral Spire muss seine Raumflotte gegen sie stellen, um Cardia zu beschützen. Ja. Attacke! Hallo? Spiel? Ah, es lädt. Zu bergende Daten stammen immer aus einem Flaggschiff. Cool, Daten. Danke, wusste ich gar nicht. Kann man Daten bergen? Das wusste ich wirklich noch gar nicht. Ich bin mal gespannt, vielleicht haben wir jetzt einen anderen Modi oder das ist vielleicht ein Endboss so quasi. Keine Ahnung. Admiral, we're showing Imperial vessels engaged with traitor vessels around the ruins of Cadia.
Auspexes show massive damage across all vessels. They cannot endure long. Then we have arrived at a propitious moment. All ships, prepare to attack. I am also reading concentrations of plasmic stellazoa in local space. They are highly unstable and will explode on contact. I recommend we eliminate them before we engage the enemy, Admiral. Agreed. Let it be so. So, warte mal, warte mal. Zerstören Sie jedes Schiff der Chaos-Streitkräfte oder verjagen Sie sie. Das Flaggschiff von Spire darf nicht zerstört werden. Optional, beschützen Sie mindestens ein Schiff von der Voskamp-Lotte. Okay, okay, okay. Wir haben auch nicht alle Schiffe, ne? Wir haben hier wirklich 3, 4. Mehr kriegen wir nicht rein, ne? Der ist aber ein bisschen beschädigt. Kann ich ihn austauschen? Schade. Naja, vielleicht kriegen wir sie als Verstärkung. So. Welche Schiffe müssen wir beschützen? Das Chaos hat auch, ist auch in der Nähe, hier vorgesetzt von der Map her. Müssen wir mal gleich gucken. Und Spire ist auch beschädigt. Warum kann ich hier meine Truppen nicht verändern? Ach, weil ich doof bin. Ganz einfach. Wir müssen die Schiffe beschützen und meine Schiffe sind da unten. Oh, Heinrich, ey. Mann, oh Mann, Heinrich. Was machst du da? Ich wundere mich gerade. Spires Schiff ist aber ein bisschen klein geworden. So, da würde ich sagen, straight zu unseren Kollegen. Dass wir diese beschützen. Attacke. Lord Admiral! We can't take much more of this, and my Strategium reports more enemy vessels inbound. Is this true? I concur. Hold fast, Captain. If the Emperor wills it, this will be your salvation. Das ist ja cool. Dieses Gebiet ist voller Plasma-Medusen. Diese Kreaturen sind nicht aggressiv, sondern doch sie sind mit plasmetischer Energie geladen. Wenn sie auf irgendeine Weise zerstört werden, explodieren sie und fügen allen Schiffen in einer Reichweite von 3000 Kilometern, Metern, weiß was ich, zwischen 250 und 500 Schaden zu. Ignorieren dabei die Panzerung. Eieiei. Wir können aber gezielt, wenn die Chaos-Schiffe da in der Nähe sind, gezielt auf diese schießen. So, wir müssen nur aufpassen, wie wir fliegen. Denn, die Frage ist, fliegen die kontrolliert? Engaging engines. Weil der kommt mir ja schon zu nah. Wir müssen echt aufpassen, wie wir fliegen hier. Underway. Underway, genau. Flieg mal vorbei. Ship ready. So. Your orders? Ach, komm her, gleich. Verstärken. So. Ihr beide dahin. Energie. Engage engine red lines. Du komm dahin. Und du und du. State your order. Energie. Du dahin. Energie. Ship ready. Changing course. So, damit wir unsere Truppen da schon mal dran vorbei haben. Oh, du siehst gefährlich aus, mein Freund. Shall we strike? Ship ready. Oh, kommen wir wieder dahin. Aye, Admiral. So. Engaging. Gegners Chaos, Attacke. We wait your command. Target locked in. For where we are needed. Ich will mal alle haben, alle meine Leute. Auf die Eins. Das ist hier gerade beschissen. Hau ab da, hau ab da. Exekutieren? Habe ich ein Schiff verloren? Was war das für eine feige Sau? For the Emperor. Puh.
Kannst du wieder vorspringen? Nee, kann er nicht. Machine Spirit. Ah, die kommen ja ein bisschen zu nah da. Utter the canticles of battle. Los, vielleicht kriegen wir ihn ja kaputt. Jawohl. Ihr müsst aber einen Tuck weg da. Aber sowas von Tuck. Engaging. We wait your command. So, macht mal eure Triebwerke aus. Cruising speed set. War es das gleich mit dem Chaos? Ne, da hinten ist so einer. We are ready to serve. Severe damage to the corrupted machine. To serve the Omnisire. Ship ready. Your orders? Attacke. Your orders? All ahead, fall. Target locked in. Okay, er ist weg. Machine spirit appeased. Changing course. So, eins. Alle Mann! Oh ne, warte mal. Oh ne, warte mal. Zurück. Feuer. Können wir bei denen auf die Triebwerke gehen? Ja, er geht da gut rein. So, Kriegsherr, Treschowok oder sonst was. Neuer Platz. Keine Gnade fürs Chaos. Ah, scheiße, er kommt nicht alleine. Death there shall be. But at Cadia, the Emperor's will yet prevails. Gut, Männer formieren. We serve. Attacke. Und dabei aufpassen. All power to engines. Dass wir nicht gegen diese komischen Space-Quallen fliegen. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie sie nennen sollen. So, Feuer frei. Und hier ist Bayer. Space-Qualle. Feuer. Gut, die ist kaputt. Understood. Ja, ihr seid mir ein bisschen zu schnell, Jungs. Zurück, 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 zurück. Entschuldigung. Ah, eins, Turbo aus. Normale Energie, bitte. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen gerade. We wait your command. Spire, dreh dich. Dreh dich. Ah, scheiße. Coordinates acknowledged. Das war doof. Ah, sowas von doof. Ship ready. Melter Power. Your orders? Ah, die Melterbomben waren doch zu kurz. So, Meuterei. Das war eine super gute Plasmabombe. Junge, du musst dich reparieren. So, alle Mann, wie ihr seid, bitte auf das nächste. Dann haben wir davon den kleinen schon mal zwei weg. Gesundheit. Da kommt noch eine Space-Qualle von rechts. Ich hoffe, das Schiff kann ich nicht kontrollieren. Das ist voll doof. Hier. Space-Qualle. Feuer. Töte die. So. Oh, oh. Gut, das haben wir gemacht. Ah, hier ist noch einer.
ein Chaosschiff. Engaging target. Ah, genau. Hier ein bisschen aufklären. Ihr kümmert euch um ihn. Will, dass der Kleine stirbt. So, Spire. Komm mit. Ich wollte schon sagen. Fahr mal vor. Habt da? Nee, ihr kriegt's nicht hin, oder? Ah, die Qualle des Grauens. Haben wir. So, weiter. Viel Spaß. Energie stopp. So, jetzt wo wir ein Schiff davor haben, können wir... Klack. Dahinter springen. Spire Power. So, gleich Enter. Dreh dich. Komm. Wir wollen Torpedo-Spaß für die ganze Familie. Los! Maximum Burn. Genau. Burn, Baby, Burn. Und... Melter-Spaß. Cruising Speed set. Jawoll. Ship ready. Aye, Admiral. So, keine Quallen in der Nähe. Jetzt müssen wir den wirklich nur mal ein bisschen näher rankriegen. Du hast Torpedos, komm mal näher ran. Dasselbe machen wir mit dir auch gleich. Komm mal näher ran. Oh, Stasis, das ist sehr gut. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Aber du kannst da mal schon mal in die Richtung kommen. Dreh dich. Durch diese Trümmer weg da. So, Pause. Zielen. Feuer! Die kommen nicht an, die kommen auch in Stasis. Geil, die Torpedos sind auch in Stasis. Das gibt's nicht. Yes, volle Breitseite. Das war eine volle Breitseite. Enter-Manöver. Your orders? Ich mache ich sowas von tot, mein Freund. Targeting enemy vessel. Blitzschlag. Augmentorensonde. Was immer die bringt, keine Ahnung. Ja genau, zielt auf die Triebwerke. Auf die Triebwerke. Your orders? Ah, hier ist es mit den Reichweiten. Angriffsdistanz kann man einstellen. Ah, Gefechtsseite, Steuerbord. So. Den Anführer haben wir besiegt. Wir haben wirklich alles geschafft, was wir schaffen sollten. All enemy vessels have been destroyed or have fled with tails between their legs. Then it is a victory. And one well won. Das war eine coole Mission. My thanks, Admiral. We owe you our lives. You owe the Emperor your lives and your service. In his name I will put both to use. Cadia stands. Genau, Cadia hält stand. Mit Hilfe des Fensters zum Verhalten können Sie festlegen, welche Seite Sie dem Feind zuwenden wollen. Ja, das habe ich nicht mal häufiger bedenken sollen. So, wir haben irgendwas freigeschaltet. Effizienz lernen, das zeigt leider in der Aufnahme nie an von Steam. So, wir haben ein Schiff verloren. Ein kleines, habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann haben wir denn ein Schiff verloren. Aber von den kleinen halte ich eh nicht so viel. Ist nicht so schlimm. Tja, Sieg auf ganzer Linie. The Chaos Fleet is dust on the solar winds, my lord. As it should be. Well done, Admiral. The clarion you have sounded will echo throughout the Eye of Terror. The Imperium reclaims its own. Repopulation efforts are already underway.
The scale of it. It's too much for a single sector. Indeed, Admiral. Many of the repopulation fleets are heading to Nemesis Tessera, which the Lords of Terra decree shall now fall under your command. I am humbled by their trust. Then reward it with triumph, Admiral Spire. Eyes both near and distant watch your actions with great interest. Aufstieg von Cardia. Die Chaos-Streitmächte haben sich als deutliche Antwort auf Spires Gegenoffensive in Cardia-Sekte zu einem mächtigen Vergeltungsarmee. Achso, was war das von vorhin? So, was haben wir hier? Ruhmpunkte, weil es sind alles so die Nebensachen gewesen. 300 Ressourcen. Eine imperiale Flotte ist als Verstärkung eingetroffen und wird im Cardia-System des Cardia-Sektors oder im nächsten verfügbaren System eingesetzt. Das ist doch nett. Verbreitung der Plasma-Medusen. Ab sofort kann in Kämpfen Plasma-Medusen-Events stattfinden. Aha. Gut, die können entweder tierisch nerven oder auch... Also bei so einer Konvoi-Mission, wenn es hier sowas gibt, möchte ich die überhaupt nicht dabei haben. So, Befehlskapazität plus 1. Jetzt sind wir bei Flottenkapazität 500. Führung 750, das ist ganz geil. Upgrade-Punkte ein. Ja, ist auch ganz gut. The battle group Silver Dawn is returning to Dockyards via Nemesis Tessera. You will protect it. Of course, my lord. Have a care. The area is infested with traitors and upstart Xenos. We shall do as our duty commands, my lord. Silver Dawn, Hochadmiral Drang. Ich habe auch einen Drang zum Pinkeln, glaube ich, langsam. Hat Admiral Spire beholfen, die Silver Dawn Kampfgruppe zu eskortieren. Die von erfahrenen Admiralen. Okay, das müssen wir doch noch machen. So, wo ist denn der Sondereinsatz? Das ist die neue Flotte. Voskamp. Das sind vielleicht auch die beiden Schiffe, die noch übrig geblieben sind letztes Mal. Aus der Mission. Das Bild ist auch das von dem Typen, dem wir da geholfen haben. Ob der Voskamp hieß, weiß ich nicht mehr. Strafkolonie bringt dann wahrscheinlich nur mehr Reparaturrate und ein bisschen mehr Leute. Ich brauche Geld. Geld regiert die Welt, ihr wisst das ja. Da habe ich. Kann ich nicht aufrüsten. Kardinalswelt. Wo ist denn hier diese Mission, die wir machen sollen? Ach du Scheiße, da hinten. Ah! Wir können da hinten rüber. Our operatives have informed us of a hidden chaos stronghold at Nemesis Tessera. Okay, okay, okay. Wir müssen das von den Elder einnehmen. Und wir fliegen über Sabena. Gut zu wissen. Nein, das war zu hoch. Entschuldigung. Das heißt, die Flotte lassen wir da, wo sie ist. Wir haben unser Dreier gespannt. Du musst ein bisschen reparieren. Wir können... Nee, müssen wir... Können wir nicht. Wir trotzdem... Ach, wir können uns nicht fortbewegen. Ja, dann halt nicht. So, was kommt hier als zweites und als drittes? Erhöht den Schildwert um 25%. Gilt für alle Schiffe. Gilt für alle Schiffe. Super. Triebwerke interessieren mich meistens nicht. Ich würde auch hier wieder auf Triebwerke... Ja. Senkt die Kosten für Manöver. Ach, das kann man später machen. Bewaffnung, Hülle und so. Und Generatoren sind alles wichtiger, finde ich. Gerade hier, was Schilder angeht. Hülle würde ich da vielleicht auch nochmal machen. Was haben wir hier? Das Schiff erhält zusätzliche Verteidigungstürme. Aber halt nur Eskortschiffe. Und das ist dann Panzerungswert für alle Schiffe und wird um 2% erhöht.
Ja, da wir jetzt hier angefangen haben, würde ich sagen, gehen wir dann erstmal hier weiter. Ach, und das gilt dann halt nur für Mechanikum. Senkt die Abklingzeit des Befehlsfähigkeiten um 15%. Oh. Verleiht Schilden einen Panzerungswert von 25. Oh, das werde ich nehmen. Achso, ich kann dann nur das nehmen, weil ich da irgendwas habe, ja. Das fehlt mir da irgendwie. Hm, naja. So. Vier Züge, Reparaturrate der imperialen Flotte, Schiffe im Kardia-Sektor. Okay, immer noch. Dann lassen wir die einmal da reparieren und beenden den Zug. Jetzt haben wir noch neue Feinde. So. Bisschen Geld eingenommen. 374 kriegst du. Können wir. Ja, ja, wir, du haben ja dein Schiff verloren, fällt mir gerade ein. Diese Ladezeiten, ne, zum Bildschirmwechsel, das ist einfach viel zu lang. So. 166 können wir. Dann können wir uns hier. Oh, wir können uns das Gothic-Schiff kaufen. Das machen wir einfach. Lanzenbatterie. Müsste aber vorne sein, oder? Und Torpedowerfer. Ja, komm, keine Frage. Hau rein. Nimm mal. Geld haben wir, glaube ich. Läuft. So. Dann kannst du... Alles soweit repariert, das ist ganz geil. Müssen wir echt hier so einen riesigen Umweg nach Sabena machen. Ist ja echt nervig. Eine Bewegung hat er noch. Aber die anderen Flotten brauchen auch ein bisschen länger hier. Space, Marine. Ist auch soweit repariert. Der braucht auch mehr Schiffe, aber den würde ich dann nochmal mitnehmen. Was haben wir hier? Ist an den imperiale Flotte eigentlich. Die Imperialen gefallen mir irgendwie am besten, aber ich würde den trotzdem doch erstmal hier im Sektor zurücklassen. Ich weiß nicht, wie das ist in diesem Spiel, ob dann irgendwann doch noch irgendwo Chaos-Einheiten auftauchen können oder so. Damit wir hier irgendwie wen haben. Du bleibst im Kardia-Sektor und wirst diesen beschützt mit deinem Leben, mein Freund. So, was können wir hier noch machen? Gaswolke. Das heißt, der Feind kommt über Sabena. Können wir Sabena irgendwie... Verteidigungsplattform. Spendieren wir mal Verteidigungsplattform. Können wir die noch ein bisschen aufwerten. Ja, und dann haben wir Reparaturrate. Okay. Falls wir aus dem anderen Sektor nochmal zurückkommen, können wir hier unter Sabena uns reparieren. So, ich würde dann hier auch einen Break machen, sonst ist das Video ein bisschen kürzer als sonst, aber bis wir jetzt da eintreffen, werden noch ein paar Runden vergehen. Und ja. Die Tyranniden fangen ja hier oben, glaube ich, an, ne? Nicht im Kardia-System. Ich bin mal gespannt, wie viele Sektoren es hier gibt. Ich schätze mal, so wie ich das sehe, 5. Aber nun gut, lassen wir uns überraschen. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, ein Däumchen, wäre ein Träumchen. Ansonsten auch ein Abo. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.